Ja, mein Ende wird kommen. Wird auch euer Ende bald kommen, wenn ihr hier seid. Er nickt. Ich bin bereit zu sterben. Ich habe die Meere gesehen, die die verdunkelte Göttin verdorben hat. Ich habe mit Seeschlangen gerungen und Charybdis Brut gefressen. Ich habe die Völker der Meere wispern gehört und von Marudals Rückkehr künden hören. Der, den ihr Darion Paligan nennt, naht mit seiner ganzen Macht. Er entsandte einen der Seinen, um die Kinder Krakons abermal zu verführen. Ob siegt er, wird Vajatim kampflos anheimfallen. Kampflos. Wir brauchen diesen Kampf. Ihr seid uns gerne willkommen, wenn er und seine gottlosen Geschöpfe über Vajat herfallen werden. Er nickt. Krakon ist hier. Ich folge. Azul Equitur. Eine Frage. Habe ich mein Pylos jetzt noch bei mir? Ja. Ist nicht verschwunden. Dann würde ich meinen Pylos nehmen. Ich nehme mal an, das ist ein Chor-Tempel hier, korrekt? Ja. Eine Chor-Arena. Krakon-Tempel. Ja, Chor-Tempel, Krakon-Tempel. Ich nehme meinen Pylos und möchte ihn gerne auf dem Altar in die Mitte. Kann ich ihn in den Stein schlagen? Du kannst ihn in den Stein rammen, ja. Hier wirst du verbleiben und auf einen neuen Streit erwarten. Um ein Ende muss ich mit ihm finden. Und ich würde den siebten Speer von Chor greifen und in Richtung Wasser mich bewegen. Kur Uchai. Wenn du auf die Wasseroberfläche trittst, kannst du spüren, dass sie leicht nachgibt. Ja. Ich möchte der Rochen. Füllt er den ganzen Raum aus oder ja. Schwimmt er nur dort? Nein, er füllt den gesamten Raum aus. Kann ich mich auf den Rochen stellen? Ich würde es ausprobieren. Deswegen ist er da. Ich stelle mich auf den Rochen. Ja, und dann merkst du, wie er abtaucht. Du bleibst auf ihm stehen, wirst durch dieses Auge, durch das du hindurchgetaucht wirst, wieder ausgespuckt und tauchst an der Oberfläche von Yol Miamat wieder auf. Reitend auf dem Blutrochenkönig Vautor. Mehr als 20 Meter ist er lang. Und du kannst sehen, wie Boltax irgendwo neben dir mit einer Lichtkugel den Kopf unter Wasser hat, immer wieder auftaucht. Ich kann ihn nicht finden. Moment. Ich muss nicht wieder auftauchen, dann würde der Zauber abfallen. Ich kann, solange der Zauber wirkt, nicht über Wasser atmen. Dann kannst du sehen, wie ein gewaltiger Schemen von unten aufsteigt. Da war keine Höhle, da war kein Ein- oder Ausgang. Du siehst nur einen gewaltigen, riesigen, 20 Meter langen Teppich. Oh, der ist so groß wie meine Flimflam-Kugel ihn erhält. Das passt ziemlich gut. Komplett schwarz-rot glühende Augen. Ein paar gezackte Zähne oder ein Schnabel. Und auf seinem Rücken kannst du noch Rafim reitend sehen. Wow, Tor. Dann würde ich ihm zurufen. Ja, hallo, Rafim! Ich spreche ja zum Glück eine Unterwassersprache. Ja, er aber nicht. Na gut, aber das ist mir egal. Ich würde meine Hand auf den Rochen legen und ihm noch einmal zuflüstern. Mein Ende wird bald kommen. Und ich denke auch das eure. Aber wir sind beide bereit. Und sobald ich an der Wasseroberfläche bin, möchte ich vom Rochen heruntertreten und in Richtung Küste schwimmen. Ja, ich würde dann auch den Zauber, sobald ich wieder bei Rafim bin, fallen lassen, sodass ich dann auch auftauchen kann, um mit ihm zu sprechen. Oh, das war ein ziemlich großer Rochen. Ja. Hinter euch könnt ihr noch sehen, wie ein Krakonier aus dem Wasser steigt. Ich habe neue Freunde gefunden, Boltax. Den Rochen? Ja. Das ist gut. Der ist ziemlich groß. Der wird uns sicherlich
gut helfen können, oder? Ich denke, er wird mit mir sein Ende finden. Na, das ist aber schade. Nein, Bulltax. Das ist nicht schade, das ist unser Schicksal. Naja. Und was ist das? Das ist etwas, in dem ich mich noch wirklich würdig erweisen muss. Es ist ein Speer. Er hat Frömmla geborgen. Vom Prüfstein von Kor. Ah. Nun gut, das ist gut, denke ich, oder? Ja, das ist gut. Ich bin ja. Schragnarkul. Ja, hallo Schragnarkul, ich bin Bulltax. Wo kommt ihr denn her? Ich habe gar keine Untiefe gesehen da unten. Ich bewache den Zugang nach Nkur-Uchai. Das klingt kompliziert, aber ich glaube, das machst du gut, wenn ich ihn nicht finden konnte. Rafim hat seinen Mut bewiesen. Ja, da ist er ganz vorne mit dabei, nicht wahr, Rafim? Da bist du ganz vorne mit dabei. Nee, Bulltax, komm, lass uns zum Strand schwimmen und mach endlich deine Sonne aus. Das ist ja fürchterlich. Oh ja. Ja, und ich würde auch den Flimflam enden lassen. Ihr müsst mir meinen Mord wirklich vergeben. Sonst hätte ich euch ihn nach Joel Miamat gebracht, aber er war erfolgreich. Er war erfolgreich, dann ist es okay, dass der Hesinde-Geweihte gestorben ist. Er spielt nun keine Rolle mehr. Ich bin mir sicher, das ist vollumfänglich nicht unser Problem. Frömmla, Frömmla. Kapitania, niemand vermisst die Frau, oder? Was soll das heißen? Nicht, dass wir gleich Kopfgeldjäger im Hals haben, die eine entlaufene Mörderin suchen? Nein, ich denke nicht. Ich gehe nur sicher. Was machen wir mit ihr? Wir können sie nicht mitnehmen. Wir können sie wohl auch nicht hier lassen. Tulamin hat da gerade keinen Kopf für. Sie hat sich zum Warten auf einem Ruinenstück niedergelassen und entwirrt jetzt erstmal ihre Beine und springt leichtfüßig auf den Sand, um Rafim, Bulltax und dem Krakonia entgegenzugehen. Ja. Du hast einen neuen Speer. Sie lächelt dich an. Du hast einen neuen Freund. Und was für einen hässlichen. Bei mir. Naja, ich habe einen alten Speer und einen alten Freund. Das ist gut. Ja. Ja, es wird gut werden. Und wenn es nicht gut wird, dann ist es auch noch nicht das Ende, nicht wahr? Nein, es wird das Ende, Bulltax. Naja, aber am Ende wird alles gut. Möchte dein Freund uns begleiten? Ich werde euch draußen auf dem Wasser begleiten und dafür sorgen, dass es einen Kampf gibt. Solltet ihr nicht nach Yal-Zogoth, wird es keinen Kampf geben. Aber es muss einen Kampf geben. Der Maar darf nicht siegreich sein. Kannst du uns nach Yal-Zogoth führen? Ich kann und ich werde. Mörpaut. Diese Beleidigung habe ich noch nie gehört. Ist es üblich, unter Wasserkreaturen uns Mörpaut zu nennen? Deine Haut ist mürbe. Nicht so wie seine. Er deutet auf Rafim, dem schwarze Schuppen gewachsen sind. Darüber bin ich relativ froh. Ja. Das letzte Mal, als Frömmla gegeben worden ist, nannte die ihn das dritte Zeichen.
Tatsächlich. Naja, Abelmir, erinnere mich doch mal. Was war sein Ende? Nun, er ist gestorben im Kampf gegen den Sphärenschänder. Das sind viele, das schränkt es jetzt nicht wirklich ein. Nun ja, er war eins der Zeichen, die der sieben Gezeichneten, die gegen ihn kämpften. Erinnert ihr euch an den Tempel in Fasar? Ja. Nun, da war es dann abgebildet und wenn Frimlar euch gegeben worden ist, dann war es vielleicht ein Abbild von euch. Von uns? Ha. Das dritte Zeichen wurde in Kurihai ausgewählt. Auf Maraskan, wie ihr es nennt. Auf ihm wurde hier auserwählt. Kor richtete seinen Blick auf ihm, als er das erste Mal die Globule des Widersachers betrat. Ja, seine Segen sind immer mit einem Preis. Wie auch diesmal. Hast du deine andere Waffe gelassen? Zurück für einen zukünftigen Streiter. Sudamin, du kannst erkennen, dass Rafim wohl blutet unter seiner Rüstung. Wo kommt das Blut her? Du hast gekämpft. Das sollte mich nicht überraschen. Ich wollte gerade sagen, ich denke nicht, dass man eine Waffe von Kor in einem netten Gespräch bekommt. In einer intellektuellen Debatte vielleicht. Ja. Ich würde einmal mein Kettenhemd ausziehen. Ist meine Wunde. Ich nehme an, von direkt über meinem Herzen nehme ich an. Nur ein schwarzes Loch, was daran gähnt. Das sieht ungesund aus. Ja, ich sagte ja. Er ist der Mitleidlose. Aber mir, du hast dir so viel Mühe bei der Operation gegeben. Und jetzt ist es weg. Nun ja, er hat das vermutlich seinem Gott geopfert. Er braucht es nicht mehr. Arme Zulamin. Ja. Da ist kein Herz mehr für euch. Und das wisst ihr, weil? Weil er der Mitleidlose ist. Aber ihr wusstet, dass ihr eh nie alt werdet. Ich wurde älter, als ich es je zu hoffen wagte. Wenn ihr soweit seid, ich warte im Hafen auf für euch. Ihr werdet euer Schiff brauchen. Ich bringe euch nach Jarlsogoth. Ja, ich danke euch. Shraknakul dankt euch. Meine Aufgabe ist beendet und ich werde glorreich sterben. Wir werden glorreich sterben. Er gibt dir seine flossähnliche Hand, schlägt zum Kriegergruß ein. Ja. Was für seltsame Verbündete. Wie ordne ich das fehlende Herz im Kontext von Kor und dem Namenlosen ein mit Götterkulte? Hab ich mir auch gerade gedacht. Eher Kor als der Herzlose, oder? Das ist doch die erste. Ja, es ist schon klar, aber. Also, wenn du ihn in Gareth so treffen würdest, würdest du auf alle Fälle sagen, ja, der Mann ist ein namenlos Geweihter. Er sollte die Wunde auch verbergen, aber er ist gerade aus seiner Globule rot leuchtend mit einem Avatar von Kor aufgestiegen, beziehungsweise der riesige Varotor, 2 Meter lang, ist auch, oder 20 Meter lang, ist auch als Avatar-ähnliche Kreatur von Kor zu erkennen. Dementsprechend diese Situation macht das Sinn. Ansonsten, wie gesagt, nicht. Gut, ich wollte nur ganz sicher gehen. Aber das ist doch das erste Mal, dass so etwas überhaupt passiert, dass jemand ohne Herz weiterlebt. Naja.
Aber ja, mein Herz ist auch versteinert. So, jo. Bin ich der Einzige hier, der noch im Vollbesitz all seiner Gliedmaßen ist? Nein. Weiß ich nicht. Nicht ganz. Ich würde nach und nach einzelne Rüstungsteile wieder anlegen und zuletzt auch natürlich seinen Schuppenpanzer, den ihn als Korge weiter ausweist, auf seiner Brust. Ja, Boltax. Ich glaube, du kannst stolz sein auf das, was du heute erreicht hast, aber ich würde das Loch in deinem Brustkorb trotzdem niemand anderem zeigen. Ich hoffe, dieser Tauschhandel war es wert. Es ist kein Handel. Es ist ein Beweis. Wohl eher. Also wie ich das sehe, habt ihr etwas dagelassen und seid mit etwas gekommen. Nennt es, wie ihr es wollt, aber es war wohl ein Austausch. Naja, vielleicht eher eine Art Faustpfand. Nun, zurück zum eigentlichen Grund unserer Anwesenheit, Capitania. Ich würde gerne Experimente mit den Arkanoglyphen anstellen, allerdings nur, wenn wir bereit sind, notfalls auch durchzuschreiten. Wir kennen die Mechanik dieses besagten Tores nicht. Vertagen wir dies also noch auf einen Zeitpunkt in der näheren Zukunft. Gut, dann lass uns erst einmal zurückgehen. Ihr könnt die irrsinnig plappernde Ferry auch am Strand sitzen lassen, wenn ihr mögt. Zumindest will sie sich nicht weiterheben. Nein. Ihre Aufgabe ist zu Ende. Was wollt ihr mit Ephanora machen? Ach ja, die Dame. Wir könnten sie wieder dorthin bringen, wo wir sie gefunden haben. Würde ihr das gefallen? Naja, sie kann immer noch ihren Dienst tun. Nun, den kann sie wohl auch hier tun. Gibt es einen? Ja. Hat jemand einen Neffert-Tempel gesehen, als wir hereinkamen? Nein, ich meine einfach hier. Ihren Dienst in der letzten Schlacht. Sie sieht nicht so aus, als könnte sie auf sich selbst aufpassen. Ich stimme der Capitania zu. Herr Fanora? Komm. Wir gehen. Wir gehen. Sie erhebt sich. Wie wäre Ithilios noch hier? Der hätte Pläne. Ihr könnt den kurzen Weg zurück nach Miamat gehen, wo ihr euch in beliebigen Gasthäusern der Avianda oder auch dem Kontor zurückziehen könntet. Mittlerweile sind 2 weitere Schiffe gekommen. Bekannte? Nee. Okay. 2 aus Festum. Also die ersten Festumiser, die jetzt eintreffen, aber das ist nichts Bekanntes. Uff, trotzdem. Uns fehlen noch die Nersander, dann haben wir sie bald alle. Ja, die Maraskaner, die Piraten aus... die Maraskaner, die Piraten, die Novadis und dann war's das. Ja, aber die haben ja auch nochmal jeder 20 Schiffe. Zugegeben, ich weiß nicht, wo die Novadis 20 Schiffe hernehmen. Das sind auch noch nicht... Und ich warne dich, mach dir jemanden Witz mit Wüstenschiffen. Ich liege unter eurem Bett heute Nacht. Das sind auch nicht alle Alanfaner, ne? Das sind nur eure 4 Stück und die Bestariel von... Also da ist noch kein Patriarchenhaus dabei. Ja, unsere Karinor-Leute müssten immer noch vor Talusa liegen, oder? Habt ihr die mitgenommen? Habt ihr die nicht mitgenommen? Sollten die da bleiben? Niemand sollte da bleiben. Genau, die sind alle mit. Also zumindest eure, aber wie gesagt, die anderen Grandenhäuser haben ja auch noch. Wie Paligans zum Beispiel. Die Zornbrechts werden höchstwahrscheinlich nicht kommen, weil die euch hassen. Es sind auch noch nicht alle Mittelreicher da. Die Festumiser fehlen noch. Wie gesagt, die Maraskaner haben irgendwie 20 Schiffe. Gut, dass die Leute von Hafax kommen, das wisst ihr ja nicht, aber auch hier die Leute aus Charypso, da sind noch ein paar dabei. Ja, ihr könnt auf die Avianda zurückkehren. Ja, Capitana. Ja, Rafim. Können wir sprechen? Wenn du möchtest.
Kommt, wir gehen an den doch so passenden, sagenumwogenen Strand. Ja, dann liefern wir Elfanora am Schiff ab und machen einen Strandspaziergang. Ich würde mich am Strand vermutlich gar nicht unweit von da, wo ich auch aus dem Wasser gekommen bin, wieder hinsetzen. Den Speer in den Sand treiben. Naja, das mit dem Herzen ging jetzt schneller, als ich dachte, da bin ich ganz ehrlich. Da dich vermutlich niemand sonst das fragen wird, aber so dich. Boltax meinte, du könntest stolz auf dich sein. Aber fühlst du überhaupt stolz? Naja. Nein. Ich fühle eine Aufgabe, die erfüllt zu werden will. Und mir sind nun einige Regeln doch umso klarer geworden, die ich früher vielleicht nur als Lippenbekenntnis ablegte. Sie sind heute doch umso passender. Alles, was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Und ich meine, wem sage ich das? Bei eurer Heimatstadt. Ja, je länger man lebt, desto mehr versteht man vom Wesen seiner Gottheit. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich all dieses Reisen mit euch, mit den anderen, doch so manche Regel in den Hintergrund schieben lassen. Schöne Illusionen, die wir hier heute ablegen. Nun, du hast deinen Weg gewählt. Und du scheinst den Tod herbeizusehnen. Naja. Ich will nicht sterben. Aber ich will auch nicht leben ohne alles zu tun, was er mir befiehlt. Das ist bei mir ähnlich. Ich möchte nicht sterben. Wirklich nicht. Aber ich möchte dem Ruf auch nicht verweigern. Ich weiß, was getan werden muss. Und jemand muss es tun. Ja. Wie er immer so schön sagt, lechze stets nach Freude im Sieg. Aber nie nach Freude in Harmonie. Unser Leben war doch gar harmonisch, nicht wahr? Ich habe da vielleicht andere Maßstäbe als du. Aber im Rahmen der Möglichkeiten? Ja, vielleicht schon. Würdet ihr mir eine gar letzte selbstsüchtigen Wunsch erlauben. Ja. Überlebt. Für mich.